Und herzlich willkommen zurück zu der Mindtest-Session Let's Player from the Creative Server. Das war gerade gar keine Sprache. Das war gerade komplett neu. Eine Sprache namens Phantasm. So, da bauen wir jetzt doch mal so ein Dixabonster, ne, wo man hier so Sachen durchziehen kann. Dann machen wir nämlich den Weg gleich mal aus gesiebtem Gravel. Na. So, ein Sieb. Nee, packen wir aber nicht hier drinnen hin, den packen wir hier draußen hin. Sowas gehört wirklich nicht in die Wohnung. So, wir brauchen dafür, glaube ich, Holz. Haben wir natürlich keins. Holz. So. Jetzt bitte alles weg hier. Da, 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 da. Nein, das war's nicht. Nein, das war's auch nicht. Da, 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 da. Ja, wie ging denn das? Gravel. Ach, so ging das? Ja, lol. Ich hab gerade komplett auf dem Holzweg. Vor allem brauchen wir einfach wieder Eisen für. Ich glaub's ja. Was ist denn hier los? Ne, da oben. Genau. Gib mal einen her. So. Dankeschön. Und jetzt könnten wir daraus tatsächlich doch gleich. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob man so einen automatisierten Dixabonster auch antreiben kann, manuell mit der Hand. Wir brauchen davon zwei Stück. Heilige Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ade, meine schönen Mesekristalle. Ich werde schon wissen. So, den stellen wir hier irgendwie hin. Oder stellen wir den hier um die Ecke hin. Er soll halt nicht irgendwo im Weg rumstehenderweise sein. Sondern er soll halt irgendwo. Ja, hier. Bam. So. Du kommst da rein. Und jetzt. Ja, ich kann auch. Genau, ich kann auch nachhelfen. Sehr schön. Weil manuell ist halt relativ langsam. Was natürlich schön ist, wenn man das so halt nebenbei laufen lässt, ne? Dann reicht es vollkommen aus. Aber weil wir jetzt halt direkt Gravel brauchen, werde ich hier direkt nachhelfen. Übrigens, schaut mal. So. Bop. 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 Was? Oh. Ah, jetzt genau. So. So, genau, jetzt wieder hoch. Dup, dup, dup. Durchgefallen. Easy. Ja, ja. So, kommen wir nämlich hier schön Ressourcen raus. Und das, was wir jetzt brauchen, das Zeug hier. Schildos Graveltus. Da brauchen wir noch eine ganze Menge für. Ich weiß gerade nicht, wie lang der Weg wird, aber auf jeden Fall wird er halt lang. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Kobbel. Das heißt, wir können eigentlich direkt hier anfangen, noch ein bisschen Kobbel abzubauen. Aber hier so eine Multifunktionsmine, wo wir einfach alles abbauen können. Ja, ich mache das extra hier an der Stelle, weil nämlich über uns, wie gesagt, dieses Ding ist, damit das weiterarbeitet, weil es ist natürlich, ne, ein Active Block Modifier involviert und der ist natürlich nur so lange aktiv, wie wir auch in deiner Nähe stehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Ding, wenn wir weg sind und dann irgendwann wiederkommen, auch automatisch quasi das nacharbeitet. Gibt es ja zum Beispiel bei Pflanzen, die dann halt mit einmal dann gleich einen ganzen Sprung an Wachstum bekommen. Auf jeden Fall, ja. Machen wir es jetzt halt so. Wir bauen hier direkt hier was ab. Dann haben wir es gleich, wie wir brauchen. Oh Mann, wir werden so scheiße viel Kobbel brauchen. Das gibt's ja nicht. Ah.
Vielleicht sollte ich mir hier für die für das Pferd doch einen Dicktron bauen. Wobei brauchen wir erstmal dafür wieder Materialien, ne? Und ein Dicktron ist, glaube ich, relativ teuer. Außerdem brauchen wir dafür auch wieder Mete. Und das ist dann sowieso ein No-Go, ein komplettes No-Go. Oh mein Gott. Das Glück ist da drüber irgendwas, was wo es nicht schlimm ist. So, wir haben jetzt mittlerweile ein Stack. Kobbel sollte reichen. Dann hören wir erstmal auf. Gehen wieder hoch. So, Cut mal 50. Oh, seht ihr? Wir kommen hier sogar schneller an Ressourcen ran, wie als, ne, hier mit unten Mine und so. Lol. Aber wahrscheinlich sogar auch schon bald unsere beiden Mesekristalle wieder raus, weil die bekommen wir hier nämlich auch. Gut, dann helfen wir mal wieder nachher. Wir werden hier, wie gesagt, brauchen eine ganze Menge. Und ja, ich weiß, ich könnte hier auch gleich mehrere aufbauen, aber wie gesagt, ein und den kostet halt zwei Mesekristalle und ist damit halt relativ teuer. So, das können wir nämlich. Das Witzige ist, man kommt nämlich immer Hälfte, Hälfte, ne? Gesiebtes Kies, aber auch wieder normales Kies. Ist ja, ne? Kann man dann halt wieder kiesen, sieben. Und das Witzige ist natürlich angelehnt an die Realität, dass man es ja auch, wenn man Sachen gesiebt hat, man das, was da rauskommt, nochmal siebt, um. Ja, nochmal feiner nachzusieben. Und genauso halt angelegt ist wahrscheinlich hier auch. Was ich ultra geil finde. Vor allem dadurch, dass er aber selber wieder ab und zu nachlegen muss, weil es kommt natürlich hier rein. Das heißt, du musst den manuell von da wieder nach da legen. Ist es auch nicht einfach komplett overpowered, sondern man muss halt immer noch manuell Hand anlegen und damit so eine Art, ja, Fleißbelohnung, wenn man so möchte. Also ist halt geil. Leck mich. Siehst du, ich weiß gerade gar nicht, kann man diese Mese-Dinge eigentlich auch mit Mesekon ansteuern? Weil wenn ja, könnte man sich nämlich so eine Loopback-Schleife bauen mit Mesekon. Also eine, die extrem hochfrequent sich ein- und ausschaltet. Könnte man das Ding damit quasi befeuern. Das wäre zwar schon fast gescheatet, aber das interessiert ja keinen. Siehst du, schon aber die Hälfte an Mese wieder raus. Easy, das geht komplett klar. So, da würde ich mal sagen, wir nehmen erstmal das hier raus und ver. Ne, komm, wir schmeißen jetzt gleich mal. Also, habe ich ja dabei. Wir schmeißen jetzt gleich mal noch ein bisschen Gravel nach. Wo war das? Das war da. Nein, es war da, es war da, es war da. Hallo? Habe ich doch nicht rausgenommen? Ich dachte schon. Nö. Du reichst aus. Da unten. Kies, Kies und tschüss. So. Dann gehen wir mal zu unserem schönen Bauprojekt und bauen jetzt endlich mal ein bisschen den Weg aus. Ja. So, dann kommt hier Cobblestone hin. Ach, komm. Arschloch. Arschloch, Arschloch. So ungefähr.
Stopp. Scheiße, alle. Sehr gut. Haben wir sehr gut gemacht. Da bin ich stolz auf mich. So, jetzt haben wir hier. Also, hier kommt ein Zaun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zaun. Schade, ich wollte eigentlich immer gleich zwei Felder hintereinander machen. Das passt denn ja von der Größe her gar nicht. Warte mal, wie viele Felder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na gut, das heißt, wenn wir 14 machen und dann immer zwei Felder gleich, also nicht zwischen den zwei Feldern, aber nicht wieder mit Zäune, sondern direkt aneinander hängen. Also quasi nicht 6x6 Felder, sondern 6x12 Felder. Dann passt das hier. Dann machen wir das so. Genau so machen wir das. Easy. Easy peasy, lemon squeeze. So, das heißt, wir werden bauen. Und zwar, ich muss das ganze Gras hier wegmachen, das braucht die keiner. Das Gras braucht sowieso gar keiner, weil es komplett useless. Einfach nur Bullshit. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden hier kommt wie gesagt Zaun. Das heißt, ab hier kommen dann 12 Felder weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Richtig? Sollte richtig sein. So, und dann jetzt muss ich aber überlegen, wie wir das denn mit dem Wasser machen. Ist ja nicht eigentlich gar kein Problem mit dem Wasser. Komm, genau, wir machen also 6. Optik. Wie sieht das denn mit der Optik aus? Vielleicht sollte ich nicht doch 12x6 Felder machen, sondern nur 12x4 Felder. Aber dafür dann immer zwei nebeneinander, weil es kommt ja in der Mitte immer noch ein Weg. Auch wenn ich dann 6 Felder habe, dann noch einen Weg und dann nochmal 6 Felder, das dürfte dann eine Fläche ganz schön groß werden. Andererseits haben wir halt massig Platz. Doch, machen wir so. Heißt also genau, so wie geplant war, 6 Felder in die Breite. So. Bitte wieder Sand hin. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt hier 6 Felder. Hier kommt dann der Weg hin, der dann reingeht. Also hier kommt dann halt ein Gatter drüber, klar. So. Und genau, dann geht ja auch der Weg lang. Und dann halt nochmal 6. Das heißt insgesamt 7-fach breit. Das 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann kommt hier ein Zaun hin oder mache ich gleich Zaunlücke und dann Zaun und dann erstes Feld? Oh Gott, Alter, so viele designtechnischen Fragen. Lohnt sich aber eigentlich gar nicht wirklich. Nee, dann machen wir es wirklich. Wir machen hier 6 Feld hin, dann ein Zaun und dann direkt das nächste Feld. Ja, doch, so machen wir das. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann der Weg. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann der Weg. 1, 2, 3, la la la. Genau, so machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zaun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zaun. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
und rot. Okay, das passt soweit. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Nein, meine wunderschöne Schippe. So. So, so. So, so, so. So. Easy peasy. Da muss ich nur noch kleine Vertiefungen reinmachen fürs Wasser dann später. Haben wir jetzt schon Eimer? Oh ja, ist auch egal. Wenn nicht, bauen wir uns ein. Und ganz ehrlich, ich glaube mal, weil da ja sowieso hier jetzt die ganzen Bäume und so ein Scheiß sind, ich glaube, ich lasse es sogar mit auf die Seite auch noch Felder machen. Dann mache ich das nur auf der Seite hier. Da haben wir hier immerhin auch mindestens 4 große Felder. Vielleicht gibt es sogar noch 5. Sinn. Muss ich gucken, weil kann ich das von hier aus nicht so gut abschätzen. Das sollte auf jeden Fall passen. Da haben wir 5 große Felder. Jedes hat dann 4 Unterfelder. Das heißt, wir können 20 verschiedene Sorten anbauen. Das sollte reichen. Wenn nicht, können wir ja manche Felder, also wenn wir irgendwelche Sachen haben, weiß nicht. Ne, also Sachen, die sowieso nur extrem selten vorkommen oder extrem lange brauchen zum Wachsen, können wir die ja auch noch, da brauchen wir ja kein 6x6 Feld. Sondern können die dann noch ein bisschen mit Subnetting betreiben. Genau. Das heißt, wir quasi die Felder nochmal unterteilen. Das heißt, ich muss hier aber aufpassen, dass ich jetzt hier nicht so viel mache. Genau, das ist nämlich jetzt hier der Weg. Das, ich mache jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommt hier nämlich Ende im Gelände. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. So. So, das heißt, hier ist Sand weg. Ach ja, den ganzen Satz, den wir gerade hier hingeklatscht haben, komplett umsonst. Easy. Oh, wir sind voll. Ja, Sakrileg. Sand mach ich mal hier rein. Bam, 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 bam. Sehr schön. So, jetzt haben wir. Genau, hier ist die Grenze. Das heißt. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Grenze. Easy. Nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Ha! King! So, jetzt haben wir da schon 3 Felder. Hier haben wir auch schon 2. Jetzt können wir sogar 6 hin. LOL! Ja, meine Güte! Das ist ja ihr Träumchen. 1, 2, 3, 4. So, dann 6 Felder. So, jetzt kommt hier nämlich wieder Lücke hin. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ja, lol, Alter. Ja, das sollte definitiv reichen. Aber 24 Felder, eingeteilt in 6 große Gehege oder 6 große Areale, oder nennt es wie ihr es wollt,
Auf jeden Fall haben wir mehr als genug Fläche, um die Sachen anzubauen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja, jetzt mal also gar nicht so viel Zuckersand abbauen können, brauchen. Aber jetzt weiß ich jetzt sowieso wieder wegschütten. Ja, super. Deswegen immer erst planen und dann bauen. Das macht zwar Let's Play weniger spannend, aber auch weniger unnötig. So. Gutchen, noch zwei Felder. 1, 2, 3, 4, doch richtig. Sah gerade so klein aus. Easy, zwei Felder schaffen wir auch noch locker. Aber die Spitze, die Schippe ist gleich wieder kaputt. Und kaputt. Kein Problem. Zum Glück kosten die Schippen immer nur einen einzigen Barren. Außerdem, ganz ehrlich, Kupfer, ich glaube mal. Kupfer müssen wir uns gerade am wenigsten Sorgen machen. So, kann sich das hier gleich mal ein. Boink. Padam. So. Alter, ich habe so viele Ohrwürmer von so vielen guten, richtig, ja, alten Liedern in dem Sinne, dass ich sie halt schon eine Ewigkeit kenne. Ist natürlich Musik, die relativ neu ist, also ist alles nach 2000 entstanden, aber ist halt für mich schon relativ alt. Da ich ja mittlerweile auch sehr viel, sehr aktuellere Musik höre, gerade was Richtung Dubstep und so ist. Und aus dem Standpunkt gesehen ist natürlich das, was um die 2000-Wende kam, natürlich schon alt. Auch wenn es eigentlich gar nicht so alt ist. Ich meine, klar, wenn man jetzt 60er oder 80er Musik hört, die kann man auf jeden Fall als alt bezeichnen. Aber jetzt 2000er Musik, also diese ganze Millennium-Kacke, die ganze Dancewelle, DJ Bobo und so, ist ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich alt. Oder ich bin einfach alt. Weil eben, das ist ja mittlerweile doch schon fast 20 Jahre her. Kacke, bin ich alt. Ich will nicht mehr leben. Mein Leben erscheint mir also sinnfrei. Hab mir letztens auch wieder auf YouTube so eine Tracks angehört. Da gibt es ja richtig so eine Zusammenstellungen. Da wollen wir einfach nur eingeben, so weiß nicht. Best of 70er, Best of 80er. Ja. Hab sogar letztens Best of 60er gehört oder sowas. Digga, das war ja. Boah. So ein Flashback, weil ich die meisten Sachen davon noch kenne. Weil, ich meine, ich bin 94er Baujahr, ist ja richtig. Aber die Sache ist, ne, die 70er Musik habe ich zwar so nicht kennengelernt. In dem Sinne, dass ich da halt noch lange nicht gelebt habe. Aber trotzdem waren natürlich die 70er Lieder in der Zeit, als ich halt nur die Welt bewusst wahrgenommen habe, natürlich gerade noch angesagt und dementsprechend auch Teil meiner Lebenserinnerung. So, wollen wir die Wege noch weiter? Weil wir wollten ja vorhin noch zum Strand vorbrechen. Komm, ich mache einfach mal. Zumindest so lange, wie die Felder hier sind, mache ich auch erstmal den Weg hier. Ich verhungere schon wieder. Ja. Gut, schön. Perfekt. So, jetzt kommt das ganze Zeug hier voll mit Sand, mit Erde. Und dann müssen wir die ganze Erde herrichten. Also hier mit dieser Harke. Sakrileg. So, du kommst erstmal da rein. Hier am besten auch. Ich brauche gerade auch nicht. Du kommst dahin. So, da kommt jetzt hier die ganze Erde rein. So, easy. Machen
Mann, ich will World Edit benutzen. World Edit ist so einfach. Ich meine, ich habe hier nicht mal Fly und Noclip. Warum wird Let's Play mich mal so angearscht? Ich meine, ich mache so auch privat, wenn ich auf anderen Servern spiele, aber da habe ich ja auch keine Berechtigung in dem Sinne. Aber da brauche ich auch nicht so eine riesige Kacke hier. Da baue ich mich einmal gerade in den Boden rein, klaue mir 20 Stacks Diamanten und Mese und das war's dann. Da gebe ich damit ein bisschen an und verlasse den Server wieder. Easy. Spaß. So, Feld Nummer 1 fertig. Achso, siehst du, wir brauchen dann noch eine ganze Menge Zaun. Aber den Zaun wollten wir sowieso aus diesem Dschungelholz bauen. Und davon haben wir ja massig jetzt, ja, seitdem wir die großen Bomben da gefällt haben. Von daher. Ich glaube, die Erde reicht wirklich nicht. Bis wir nur irgendwo Erde klatschen, ich glaube das nicht. Andererseits kann ich die Erde eigentlich wieder abgraben. Na ja, gut, so viel gewinne ich damit nicht. Ja, wobei doch, ist mindestens ein Feld, was ich damit gewinne. Easy! Was man nicht hoffe. Hallo? Da habe ich jetzt wirklich alles umsonst gemacht. Geil und Mato. Bei mir gerade auffällt, ich muss ja hier noch Wasserkohlen reinmachen. Ah, that's bullshit. Ach, scheiße. Ja, irgendwie mache ich überhaupt Sand rein, dann muss ja voll in das Wasser unten rein. Oh Gott. Okay, Fang abgebrochen. Muss erstmal gucken, wie ich diese Wassermulden mache. Die soll auf jeden Fall immer 2x2 weg sein. So. So sind sie quasi immer genau in der Mitte. Sollte ausreichen. Da muss nämlich erstmal Wasser rein. Weil die Felder müssen ja irgendwie bewässert werden, ne? Und das ist natürlich unterirdisch, natürlich macht es am meisten Sinn, klar. Gerade bei so großen Feldern, die nah aneinander liegen, da wäre alles andere komplett sinnfrei. Von der Realisierung her. So, easy. Dann holen wir uns am besten mal Wasser, gucken, ob wir ein paar Eimer haben. Wenn nicht, müssen wir uns die nämlich auch erstmal erstellen. So, wer bist du? Ach, siehst du, der hat gar nichts gemacht während der Zeit, die wir weg waren. Ah, habe ich mir schon was gedacht. So, haben wir Eimer. Die müssen ja da oben sein, wenn wir welche haben. Ja, wir haben einen Wassereimer. Machen wir noch einen? Mittlerweile wird aber unser Stahl echt ganz schön... Achso, ne gut, andererseits haben wir hier noch massig Stahl. Scheiß was drauf kommt. Wir nehmen uns hier noch drei, machen hier noch. Quatsch, was mache ich denn da? Drei, machen uns noch einen zweiten Eimer. Ich meine, vier Eimer brauchen wir nicht. Aber zumindest, dass wir hier immer so zwei haben, die wir dann auch immer. Nein, darauf. Darauf. So, ja. Bitte weg. So. Und dann würde ich mal sagen, machen wir nächste Folge erstmal das mit dem Wasser hier. Und dann passt das Ganze auch schon. Easy.
Ja, Jen, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Schau mit vor.